Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cyberpunk 2077. Wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche nach Cyberpsychos. Wir haben schon ein paar erledigt. Hier im Industriegebiet ist noch ein weiterer zu finden. Den wollen wir auch nochmal aufsuchen. Bisher haben wir es geschafft, alle Cyberpsychos zu erledigen, ohne sie zu töten. Das wollen wir auch weiterhin so versuchen. Weil wir da einfach nochmal weitere Informationen bekommen, teilweise Boni bekommen und. Es ist einfach die schönere Herangehensweise, sag ich mal so. So, unter der Erde heißt hier diese Attacke. Regina schreibt uns auch nochmal. Ich habe gehört, in Northside gibt es gerade Action. Sogar die Maelstromer verdrücken sich von dort. Seht ihr das mal an, was da los ist? Also selbst die Maelstromer verkriechen sich von hier. Das heißt, hier ist ordentlich was los. Wenn wir scannen, Todesursache, Schock und Blutverlust durch mehrere Fleischwunden. Okay. Was haben wir da hinten? Da haben wir schon den Cyberpsycho. Ich weiß halt nicht, wie wir uns am besten annähern sollen. Lally Hain heißt die Gute. Ja, viel Blut wieder. Da ist sie. Synapsen-Burnout. Oder er. Ich glaube, er flüchtet. Wir gehen mal hinterher. Plündern können wir auch nachher noch. So, wir hauen die Cyberpsychos immer relativ weit runter, dass wir die nachher nur noch zusammenhauen müssen. Mal überhitzen vielleicht. Valentinos por siempre! Also wir dürfen es halt nicht übertreiben mit den Hex. So, bei 13 können wir mal draufhauen jetzt. Okay, cool. So, Mikrorotoren. Leb wohl! Tamara, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen, seit die mich geschnappt haben. Ich weiß, dass du nach mir suchst und bestimmt findest du mich früher oder später, aber ich weiß nicht, wie ich es dir leichter machen soll. Ich glaube nicht, dass ich es ins Net schaffe. Hätte dir zuhören sollen, als du mir mehr darüber erklären wolltest, aber jetzt bin ich halt am Ende. Ehrlich gesagt glaube ich eh nicht, dass du mich noch wiedererkennen würdest. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Ich sollte mir einfach eine Knarre in den Mund stecken und diesem Albtraum ein Ende bereiten. Ich bin eh ein Monster. Die Gang will mich bestimmt auch nicht mehr haben, außer ich ziehe mir den Sack über den Kopf. Ich habe so riesige Schaufelhände und abstoßende rote Augen. Ich denke die ganze Zeit an deine Kumpel, die mich immer vor dir schlecht geredet haben. Die gesagt haben, du sollst dich nicht mit einem Valentino einlassen, weil der dich eh bloß für wen anderes hält, für wen anders verlässt und spurlos verschwindet. Die werden sich jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich hab's dir ja gesagt rufen. Aber das stimmt alles überhaupt nicht. Das macht mich alles völlig loco, so als würde mein Schädel gleich explodieren. Der Druck steigt und steigt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn es zu viel wird. Ja, dann wirst du zu einem Cyberpsycho und kriegst hier so eine Psychose. Ja, dann gucken wir uns hier auch nochmal um. In der Lagerhalle hier. Mal sehen, ob wir noch weitere Infos finden. Wir können Regina schon eine Info schicken, was hier passiert ist, aber ihr kennt mich ja schon. Ich gucke mich hier immer gerne nochmal um, um vielleicht wirklich alle Infos aufzusaugen.
Wir haben Rudolf heute das ganze Grum verpasst. Er war ziemlich durcheinander danach, aber jetzt schläft er ganz friedlich. Oh Mann, kannst du dir vorstellen, wie dumm diese Tinos gucken werden, wenn wir ihnen den vorbeibringen wie ein trojanisches Cyberpferd? Mann, das ist so krass, Nova. Ich würde am liebsten durch seine Optik zugucken, wie er die in Hackfleisch verwandelt. Ich schicke dir übrigens die neueste Ausrüstung rüber. Sag mir Bescheid, wie unser Trojaner sich macht, weil ich das Zeug selbst installieren will. Ich habe ihm ein paar echt geile rote Kiroshis eingebaut. Ganz ehrlich, jetzt sieht er fast aus wie einer von uns. Will ihn gar nicht mehr zurückgeben. Okay, die Maelstromer haben ihn quasi operiert und haben ihm das grausame Aussehen verpasst. Mit den roten Augen und alles. Und er hat sich selber einfach nicht mehr wohl gefühlt in seiner eigenen Haut. Und hat gedacht, okay, wie kann man mich so denn noch lieben? Na, vielleicht hätte er einfach mit seiner Tamara nochmal darüber sprechen sollen. So, oben war auch nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus und gucken uns vorne weiter um. Da waren ja auch noch einige Sachen. Noch mal gucken, ob hier auf den Dächern von den Waggons vielleicht was ist. Aber ich denke mal, wir haben ja alles gefunden eigentlich. Ja, dann schicken wir Regina mal die Nachricht. Unser Junge war Valentino, nicht Maelstrom. Hat sich wohl Feinde in den Borgfressen gemacht und die dachten sich, sie feiern dieses Jahr etwas früher Bescherung. Haben ihn wie eine Sünd-Weihnachtsgans mit Implantaten vollgestopft und dann nur darauf gewartet und zugeguckt, wie er durchdreht. Würde mit jedem passieren, der so schnell gechippt wird. Der Körper hatte nicht genug Zeit, um sich an die Cyberware anzupassen und er wurde zu einem Psycho. Zum Glück hatte er noch etwas Kontrolle über sich, so konnte ich ihn still ausschalten. Sieht aus, als ob unser Junge sie nicht mal reizen musste. Vor einer Weile hat Maelstrom verbreitet, dass sie Freiwillige für den Test von neuer Cyberware suchen. Hat sich natürlich niemand gemeldet, also haben die Borgfressen einfach Leute von der Straße aufgesammelt. Die Valentinos haben schon eine Weile nach dem Jungen gesucht. Nicht zu vergessen, der Runner, der seine Datenfülle im Netz ausgestreckt hat, um ihn zu finden. Jedenfalls musste er sich irgendwann befreit und um sein Leben gekämpft haben und die Maelstromer haben das Ergebnis ihrer Forschungen am eigenen Leib erfahren. Mit der Aktion haben sie sich prächtig selbst ins Knie geschossen. Echt gut, dass du den Kleinen ruhig stellen konntest. Er ist noch jung, mit der richtigen Hilfe kann er lernen, mit seinem neuen Zustand umzugehen. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Denn, wie ihr seht, wir haben jetzt schon einige Cyberpsychosen erledigt und eigentlich sind im Grunde genommen alle irgendwie zu retten. Also es hat meistens bestimmte Gründe, warum etwas hier so passiert, wie es eben passiert. Und bisher konnten wir das, glaube ich, ganz gut lösen. Guck mal, hier unten sind nochmal zwei Aufträge. Um die wollen wir uns vielleicht auch nochmal kümmern. Da müssen wir jetzt nur erstmal hinkommen. Es ist ein bisschen weiter weg. Aber wir haben hier ein schnelles Auto. Was ist das? Was ist was? Wovon redest du, wie? Oh, ups. An alle Einheiten in der Nähe. Verbrechen in Watson gemeldet. Verstanden. Sicher wieder ein Cyberpsycho. Ich mach schon. Zentrale, was ist eigentlich mit meinem Überstundenzuschlag? So, Polizei müssen wir gleich abgehängt haben. Wenn der Stern anfängt zu blinken. So, jetzt blinkt er. Das ist nur eine Frage der Zeit. Müssen wir natürlich den Patrouillen hier ausweichen. Abgehängt. Alle Einheiten in der Nähe. Ordnung ist wiederhergestellt. Alle Einheiten gehen zurück auf Patrouille. Oh, zu früh abgebogen.
Lust auf eine gute Tat, für die du auch noch Geld bekommst? Dafür musst du nur jemanden aus den Klauen der Tiger Claws befreien, bevor sie ihn zerfleischen. Bist du dabei? Details sind im Anhang. Und ich frag nicht zweimal. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Der Auftrag ist dringend. Mein Klient Marcidew Coldridge, vielleicht sagte der Name auch was, er hatte vor Jahren eine Show namens Boxathon auf N54, sucht nach jemandem, der seinen Coach von den Tiger Claws zurückholen kann. Das Problem ist, dass sich Marcidew ziemlich hohe Schulden eingebrockt hat, hat sich mit den Tiger Claws geeinigt, für einen Haufen Kohle absichtlich einen Kampf zu verlieren. Stattdessen hat er ihr Geld auf seinen eigenen Sieg gesetzt, seinen Gegner in der zweiten Runde ausgenockt und sich mit seinem AV abgesetzt. Von dem Gewinn konnte Marcidew wohl gut leben, zumindest so lange, bis die Tiger Claws seinen Coach geschnappt haben. Sie drohen damit, ihn umzubringen, wenn Marcidew nicht zurück nach Night City kommt. Marcidew will den Tod seines Coaches nicht auf dem Gewissen haben, also hat er sich an mich gewendet und ich wende mich jetzt an dich. Ich gebe dir die Koordinaten durch, an denen Ro-Chi-Won festgehalten wird. Wäre gut, wenn du das erledigen könntest, ohne den Alarm auszulösen. Geiseln und Schießereien sind keine gute Kombination. Viel Glück. Ja, aber natürlich, wir werden versuchen, leise zu handeln. Da kommen wir schon mal nicht rein. Da steht der Kollege hier nämlich davor. Oh Gott, okay. Alles voll hier unten. Wir markieren mal alle, die wir so sehen. Da steht auch noch einer. Da ganz unten ist auch noch einer. Da ist einer. Auf jeden Fall schon mal gut, dass wir hier von oben alles sehen können. So, lass mich kurz schauen. E9BD55. Da hinten kommen wir auch noch mal rein, wenn wir wollen. Ah ja, hier können wir gewaltsam öffnen. Da fehlen uns aber die nötigen Punkte dafür. Können wir auch von innen öffnen. So, ich gehe davon aus, dass er im Keller ist. Allerdings wollen wir uns natürlich hier oben auch umschauen. Okay, FF7A1C. Wir kommen bei nichts weiter hier. Das ist ja wieder wie verhext. 55 fehlt uns da. Da haben wir 55. Ach, hier könnten wir vielleicht. Immerhin. Ach du Schreck. Okay, alles klar. Upsala. Sorry, Leute. Das war jetzt richtig unglücklich. Okay, der vor der Tür ist weg. Das
wahrscheinlich mit reingekommen, oder was? Die Ilias. Meine Mutter, die silberfüchsige Göttin Thetis, sagte, dass zweierlei Schicksale mich zum Ende des Todes bringen sollen. Entweder, wenn ich hier bleibe und die Stadt der Tröer umkämpfe, so ist zwar die Heimkehr für mich verloren, aber mein Nachruhm wird unvergänglich sein. Oder wenn ich nach Hause in das geliebte heimische Land zurückkomme, so ist zwar der edle Nachruhm für mich verloren, aber es wird mir ein langes Leben zuteil werden und das Ende des Todes wird mich nicht schnell erreichen. Und da wollte ich nun auch alle anderen anraten, nach Hause zu segeln, da ich nimmermehr das Ende der erhabenen Ilios finden werde. Thoma. Jo, hier gibt es bestimmt ein paar Eddies. Den können wir hacken. Ja, ich hoffe, dass er jetzt natürlich überlebt hat. Ich habe überhaupt gar nicht drauf geachtet, ob es hier irgendwie Kameras gibt. Total blöd natürlich. Aber wir machen das Beste draus und wir leben mit der Entscheidung. Sowas passiert dann halt auch mal. Ah ja, Umkleide. Verstärkte Lederbüroschuhe. Wir hätten es aber sicherlich schleichend geschafft. Also das hätte ich uns schon zugetraut. So, ist hier noch was? Oh, was habt ihr hier denn gemacht? Da ist wohl jemand etwas eskaliert. Okay. Ja, dann gehen wir runter. Okay, er lebt noch. Unser Glück. Verhörabschrift. Das müssen wir natürlich nochmal lesen hier. Okay, wo steckt Coldridge? Drinnen. Wo drin? In deiner Mami. Du bist witzig. Schmerzensschrei hört man. Ich frag dich nochmal, wo zur Hölle ist er? Warte, ich muss das eben checken. Yep, immer noch in deiner Mami. Das reicht. Schreit und jammert. Nicht mehr so witzig. Hm? Reden wir. Wo ist Coldridge? Und lass meine Mutter aus dem Spiel. Okay, okay, ich rede. Schlau. Also... Jetzt steckt er im anderen Loch. Ah, geil. Ja, genau so geht man damit um. So, hier hacken wir nochmal. E955-1C7A. Bei 1C können wir darüber. Na, schade. Den anderen hätten wir auch noch bekommen, wenn wir einen Puffer mehr gehabt hätten. Naja, so ist es. Okay, dann haben wir hier alles. Bist du roh? Ja. Das bin ich. Ich soll dich herausholen. Kannst du gehen? Junge, ich habe 34 Kämpfe unter dem Gürtel. Es ist nicht mein erstes Grün- und Blau-Makeover. Gib den Startschuss und ich folge dir. Okay, dann steh auf. Zeit abzuhauen. Bin direkt hinter dir. Aber wenn wir Ärger kriegen, kann ich dir nicht helfen. Nicht in diesem Zustand. Brauchst du nicht. Kein Problem. Dafür werde ich bezahlt. Genau, dann komm mal mit. So, hier haben wir nichts mehr. Da haben wir noch was. Das Auto wartet draußen auf dich. Ja, dann los.
So, wir hätten ihn einfach auch rausholen können und abgeben können. Wäre auch gegangen. So, komm. Ach, der ist ein bisschen langsam hier wegen seiner Verletzung. Ja, dann komm. Das wäre erledigt. Mach besser einen Abgang. Erledigen wir das endlich. Okay, wir sollen ihn noch zum Auto eskortieren. Könnte ja sein, dass hier die Tiger Claws vielleicht nochmal Bescheid gesagt haben und dass jetzt Leute auf dem Weg sind. Aber bisher sieht das alles ruhig aus. So, Kollege, komm. Bisschen Beeilung hier. Auch wenn du Schmerzen hast. Das sieht aber auch ganz schön lediert aus. Oh, danke. Ab hier komme ich alleine klar. Daran zweifle ich nicht. Hey, sag mal, wer hat eigentlich die Eddies geblecht, um mich rauszuholen? Messidew. Massidev. Er wusste, du würdest nach seinem Ding in der Klemme stecken. Das sieht ihm ähnlich. Erst reitet er mich in die Scheiße und dann zieht er mich raus. Weiß nicht, ob ich ihm ins Gesicht rotzen oder danken soll, wenn ich ihn jetzt treffe. Wäre für euch beide besser, wenn ihr euch nie wiedersehen würdet. Niemals. Du bist echt korrekt. Lass dich von dieser Stadt nicht verschlucken. Oder sorg wenigstens dafür, dass sie dich nie vergisst. Jo, bis denn. Bo ist in Sicherheit, aber irgendwie habe ich mehr von dir erwartet. Mehr Diskretion zum Beispiel. Gib dir nächstes Mal mehr Mühe. Auftrag erledigt. Ja, das war nicht unser bester Einsatz. Das muss ich leider auch zugeben. Hier haben wir noch eine Cyber-Psycho-Attacke in der Nähe. Unten am Wasser. Dann gehen wir nochmal hin. Du hast es den Tigers echt gezeigt. Die werden eine Weile lang ihre Wunden lecken müssen, aber ein paar von ihnen sind ja auf den Fersen. Pass auf dich auf. Ja, wir haben immer ein Auge im Hinterkopf. Neue Aufträge, ganz frisch reingekommen. Du hast es schon fast bis ganz nach oben geschafft. Wie? Gönn dir ruhig mal einen freien Tag. Du hast es dir verdient. Kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Alles klar. Junge, Junge. Was ist da passiert? Leiche, weißschwere Verletzungen von einer stumpfen Waffe auf. Eins noch, die Sicherheitsvorkehrungen sind an solchen Orten immer ziemlich hoch, also rechne damit, dass unser Mann ordentlich was drauf hat. Okay. Hey Frank, hey, was gibt's? Kannst du meine Schicht heute Nacht übernehmen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin schon seit 48 Stunden auf den Beinen. Komm schon, Kumpel, ich habe einen guten Grund. Und da wäre, ich habe 2 Tickets für ein Blackout-Spiel bekommen. Heute Abend, du weißt doch, wie verrückt mein Sohn nach denen ist. Das war das einzige Spiel, das wir so kurzfristig kriegen konnten. Bitte Frank, du hast was gut bei mir. 3 deiner Schichten für die eine von mir heute. Na gut, aber pack noch ein paar Stimulantien oben drauf, sonst kippe ich im Dienst um. Klar doch. Du bist der Beste, Frank. Echt, Mann, vielen Dank. Ja, ja, kein Problem. Und vergiss nicht, ein Erinnerungsfoto von dir und deinem Sohnemann zu machen. Du Bilderbuchpapa. Ja, und jetzt ist er tot, ne? Okay, ich höre was. Leck mich doch am Arsch. Ist an dem Tor zugange. Da ist er. Oh, geht ziemlich schnell runter. Hey, falls du zuhörst.
Das kann... Ach. Okay, wir haben ihn. Okay. Ticket für die Oberliga. Blake, hör endlich auf zu schmollen wie ein kleines Kind. Ich weiß genau, dass du meine Nachrichten liest, auch wenn du sie ignorierst und so tust, als wäre ich dir auf einmal egal. Die Arbeit in Night City läuft okay, wobei die Konkurrenz echt heftig ist und ich mehr in mein neues Chrom investieren musste, als ich ursprünglich geplant hatte. Ehrlich gesagt war es schwer genug, mich an mein neues Ich zu gewöhnen, wenn du verstehst, was ich meine, als wäre das nicht mehr mein Körper. Weiß nicht, aber jetzt läuft alles rund und wirklich Nova, aber was am wichtigsten ist, der Job, mit dem wir endlich nach oben kommen, ist zum Greifen nah. Das sagt mein neues Ich mit subdermalem Panzer, geschütztes Bauchgefühl. Sobald ich den Auftrag in der Tasche habe, werde ich das mit Chrom, Feuer und Stil oder Style durchziehen und dann bekommen wir beide endlich das Leben, was wir schon immer verdient haben. Ich vermisse dich und ich liebe dich. Und hier Glitter. Ach, Alec, Liebling, ich hab dir doch gesagt, dass du die Finger vom Glitter lassen sollst. Das Zeug wurde entworfen, um total abhängig zu machen. Deswegen tut es so weh, wenn du versuchst, damit aufzuhören, damit auch Schmerzeditoren und Medikamente nicht dagegen helfen. Nur Paramotacool und Bodyweight Life Preservation Systems klappt vielleicht. Soweit ich weiß, gibt es welches in einem ihrer Läden in Little China, aber leider kostet Paramotacool ein halbes Vermögen und um dein Glitterzittern in den Griff zu kriegen, wirst du es dir einwerfen müssen wie Popcorn im Kino. Okay, was haben wir hier? Ja, wir schauen uns erst zu Ende um, bevor wir dann die Nachricht an Regina schicken. Hier geht noch eine Leiter runter. Ist da unten was Spannendes? Nö, sieht nicht so aus. Oder? Ja, wir gucken nochmal. Nö, irgendwie nicht. Okay, da wollte er rein. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Leiche weist schwere Verletzungen von einer stumpfen Waffe auf. Ein Bericht. Können wir mal gucken. Ah ja, den müssen wir erstmal freischalten hier. Ich habe mir unsere Einnahmen und Ausgaben für diesen Monat angeguckt und es sieht aus, als hätten wir seit unserer ursprünglichen Investition nicht schlecht Profit gemacht. Ich habe mit Frankie gesprochen, der Wache, der meinte, dass Glitter mit Paracetamol gestreckt und die beliebteste Version ist. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit vermehrt Versuche gab, ins Lagerhaus einzubrechen, weil die neueste Mischung extrem süchtig macht. Deshalb will er mehr Wachen und verbesserte Sicherheitsvorkehrungen haben. Selbstverständlich habe ich diese Idee sofort abgewürgt. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn jederzeit durch einen Kantao-Roboter ersetzen können, wenn er seine Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen kann. Also wird er sich bestimmt nicht nochmal beschweren. Langfristig stellt sich die Frage natürlich trotzdem, vielleicht wäre es kosteneffektiver, uns statt ihm einen Roboter zuzulegen. So oder so rechne ich mit zunehmendem Gewinn in der nahen Zukunft, auch wenn wir noch keine zuverlässigen langfristigen Prognosen machen können, da wir noch nicht wissen, welchen Einfluss unser Produkt auf die Lebenserwartung der Kunden hat. Berichten zufolge gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Verteilernetzwerk und zahlreichen Fällen von Cyberpsychose, aber das wird im Bericht selbstverständlich nicht erwähnt werden. In ein paar Monaten können wir eventuell genauere Prognosen aufstellen. Dafür habe ich Frank damit beauftragt, in seinem Revier die notwendigen Daten zu sammeln. Ja, alles heftige Machenschaften hier. Alles für den Profit. Egal, wie es den Menschen dabei geht. Und was mit dem passiert. So, den können wir auch noch plündern. Okay, da liegt noch Munition rum. Okay, ich glaube, das war's. Dann schicken wir mal Regina eine Nachricht. Ich habe am Hafen einen kleinen Drogenring gefunden, der eine Riesenauswahl an allen möglichen vertickt hat. Die meisten Käufer waren arme Schlucker aus der Nachbarschaft, bei denen die cyberpsychotischen Ausbrüche gerade ansteigen. Gibt garantiert eine Verbindung zu dem neuen Drogencocktail, der gerade Wellen schlägt. Unser Junge schläft jetzt tief und fest hier und wacht so schnell auch wieder nicht auf. Bereit zur Abholung mit einem Bluttest solltest du herausfinden können, was alles durch seine Adern fließt.
Sehr gut, danke für das Update. Konzerne machen sich ungern die Hände an Gossendreck schmutzig, aber wenn ein Dealer Glitter mit Kohlenstaub oder sonst was für einen Scheiß mischt, sehen die Eddie Zeichen. Das Geld fließt weiter in ihre Taschen und ein paar Unerwünschte verschwinden für immer von der Straße. Win-win-Situation. Ja, Auftrag erledigt. Das ist sehr schön. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.